Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Operation Tango. Jo, wir haben in der letzten Folge schon die ersten beiden Missionen erfolgreich abgeschlossen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Unsere Reise führt uns heute nach Kapstadt, nach Südafrika. Und wir schließen heute die Mission Business auf Rädern ab. Ich bin gespannt. Ich auch, und ich habe gerade meine Flasche geschlagen. Warum schlägst du einfach deine Flasche? Die hat dir nichts getan. Doch, die hat mir was getan. Und ich muss mal gerade gucken. Ja, die Aufnahme läuft. Perfekt. Sehr gut. Also ich bin dafür, wir starten. Ja, ich habe da schon drauf gedrückt. Nein, noch nicht. Sorry. Good morning, Agents. Morgen. I work uncovering that our hitman goes by the name Cypher. I researched him on the dark web and found out that a crooked industrial called Jay Brenning is hiring Cypher for the digital assassination of several competitors. The hit list is scheduled to be transferred to Cypher during Brenning's train commute. Your mission today is to board that train, identify Jay Brenning among the commuters, and intercept the transfer of the hit list. Good luck. Hey man, glaube ich. Bin total unauffällig da. Ja, dachte ich mir auch gerade. Du sitzt da so mit der Brille. Läuft. Wird gleich von der Bahn-Security nach draußen begleitet. Ja, die denken, du bist so ein alter perverser Opa oder so. Okay. Naja, bin ich auch irgendwie. Now locate Jay Brenning and help your partner hack his profile. Ah ja, okay. Also ich kann dir die Türchen aufmachen, auf und zu machen. Ich muss hier erstmal gucken. Wen suchen wir? Den Dude. Warte mal, was ist denn keine Umfrage verfügbar? Okay. Ich kann hier die Apps angucken und den Job. Passagiere. Wie hieß der Typ nochmal? Jane Brenning oder so? Warte mal, FF2 müsste das so sein, wo man hier Hinweise. Hinweise, noch keine Hinweise. Nee, das wollen wir nicht. Hinweise sind langweilig. Ach so, Hinweise ist Dingens. Okay, ich verstehe. Ich dachte, das wären unsere Sachen, die wir schon wissen. Meine Jane Brenning, aber das... Professioneller Schläfer. Da, Brenning Jakobus. Haben wir hier. Jay Brenning, das könnte gut sein, ja? Jakobus. Love Today, Apps. Du kannst nach Apps suchen, ne? Ja, ich kann nach Apps und nach Job. Job wird es mir schon mal einfacher machen. Ja, Job wird mir nicht angezeigt, aber die Apps werden mir angezeigt. Gut. Und zwar habe ich Metro Rail Prime. Ja. Er ist übrigens im Wagen 2. Ich öffne dir mal die Tür und mache sie wieder hinter dir zu. Metro Rail... wo ist denn 2? Ich glaube, ja, du gehst in die falsche Richtung. Gut, also war ich an der richtigen. Okay, rutsch rüber. Ja, Wagen 2. Kannst du da durchgehen? Geh durch. Ja, genau. Drin. So, dann mache ich die Tür jetzt wieder zu, damit der Typ nicht entkommen kann. Gut. So, okay. Dann bist du jetzt schon mal da. Genau, Metro Rail Prime. Als steht App. Der irgendwo? Siehst du das? Oder sitzt der? Oder? Das wird mir nicht angezeigt, Schatzi. Okay. Das wird mir nicht angezeigt. Ich habe nur die Apps. Und habe eine IP. Genau. Okay. Metro Rail Prime. Music Man. Loved. Music Man? Love Today. Okay. Metro Prime. Du bist Sonic. Nein. Regular. Ich arbeite mich durch. Was war das zweite nochmal nach Prime? Music Man. Und dann? Love Today. Ja. Und Crypto Money Maker. Hab ihn. Dann ist das Jakobus, aber was machen wir jetzt mit ihm? Wir hacken ihn. Okay, wir hacken ihn. Oh, warte, Passwortbrecher, wo wurde mir angepingt? Warte, bis dein Partner den ersten Versuch unternimmt, den Schlüssel zu ermitteln. Ich könnte hier Run machen. Ja, dann mach mal. Fehlgeschlagen. 0, 0, 0, 0. Zwei korrekte Ziffern, zwei nicht korrekte Ziffern, also zwei Nullen sind korrekt. Oh, okay. Du hast zwei korrekte Ziffern und zwei korrekte Ziffern, aber in einer falschen Position.
Also ich habe 2 Einsen und 2 Nullen. Also wird es 1-0-1-0 sein, nehme ich mal an. Nö, das war's nicht. Genau, wieder 2 korrekte Ziffern und 2 korrekte an falscher Position. Das ist auch nichts. Und nochmal. Und nochmal. Habe ich denn jetzt ausprobiert? Ich habe nur die Variante 1 und 0 zu machen. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Aber der sagt dir immer das Gleiche an? Ja, 2 korrekte Ziffern und 2 korrekte an falscher Position. Es müssen ja eigentlich 4 korrekte Ziffern sein. Ich kann ja nicht mehr machen als 1 und 0. Deshalb müssen ja 2 Einsen und 2 Nullen sein. Ja, wäre logisch. Aber ich habe die Einsen jetzt, glaube ich, an jeder Position schon mal probiert und es passt nicht. So, warte mal. Das hatte ich probiert, das hatte ich probiert, das hatte ich probiert, das hatte ich probiert. Ich habe es in jeder Variante schon mal probiert hier. Ich mache jetzt einfach den mal. Genau, mach mal die Einsen an 2 korrekte Ziffern und 2 nicht korrekte Ziffern. Ja. Ich habe jetzt alles mit 1 gemacht gerade. Okay. Dann mach mal 1, 1, 0, 0. Ja, das war's. Okay, das war nur geraten. Ich dachte, wir machen jetzt alles einmal durcheinander. So, nun kannst du nur den Chat durchlesen. Finde den Kurier, um an die schwarze Liste zu kommen. Moment. Hallo Cypher, ich bin im Zug. Es ist alles bereit. Gibt's einen Kurier für die Transaktion? Ja, ich habe einen zufällig ausgewählten Pendler gehackt. Die schwarze Liste befindet sich im System der Person. Lade sie runter, wenn du soweit bist. Noch nicht, warte auf ihre Netzwerkzone. Wie lautet die IP-Adresse des Kuriers? Die IP des Kuriers befindet sich in dieser Datei. Die Person selbst ist in Wagen 4. Okay, du musst schon mal in Wagen 4 gehen. Das heißt, falsche Richtung. Ja, ich hab's gerade gesehen, da steht jetzt Wagen 1. Genau, ich öffne dir schon mal den. Mal rüber hier, ich muss in Wagen 4. Und öffne dir den nächsten auch. So, bin in Wagen 4. So, gut. Mein Job ist erledigt, ich steig beim nächsten Halt aus. Okay, dann guck ich mal. Ich habe hier eine verschlüsselte Datei. Kannst du da irgendwas machen? Ne, Dateienkodierer. Hier. Datei da reinziehen. So. Schicke deinem Partner die Entschlüsselungsanfrage. Dann mache ich das doch mal. Zustimmen. Das machen wir. Das kriegen wir schon hin. Oh nein. Wieder das. Das war zu hoch. Ja, sorry. Okay. Kriegen wir hin. So, hier nach oben. Oh Gott. Oh Gott. Ja. So schnell wie möglich da durch. So, next one. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach verdammt, das war zu schnell. Geht doch. Ja, noch ein. Sorry. Ich hätte direkt wieder hochgemusst. Oh. Nein. Das war zu... zaghaft. Oh Gott! Okay. Lehm am Abgrund hier! Datei entschlüsselt. So, und nu? Kann ich dir irgendwie eine IP-Adresse geben? Hier steht eine IP. Soll ich dir die vorlesen? Oder? Ich weiß ja, also mir wurde auch eine angezeigt, deswegen I don't know.
100140. Ja, ja, genau, die habe ich auch. Aber ich kann halt von den Leuten wieder nur die Apps sehen. Ach so. Nee, alles gut. Ich hab hier das. So. Moment. Ein random Pendler mit der 247 am Ende. Nummern sehe ich gar nicht. Nee, ist in Ordnung. Das ist nur für mich gewesen. Vorlieben, Origami-Walrösser. So, wir suchen nach Charlize McKiss, eine weibliche Passagierin, die folgende Apps besitzt. Metro Rail Prime, TVNet. Okay. Stopp. Metro Rail Prime, TVNet, okay. Und Spiel AR. Nö, du bist es auch nicht. Bist du weiblich? Ich bin mir nicht sicher. Bist es auch nicht. Du bist weiblich mit Spiel AR und Bodytoner. Nee, Bodytoner ist es nicht. Regular? Oder Prime? Prime war es, ne? Prime, genau. TVNet. Regular und. Ne? Hatte ich dich schon? Ich bin mit Metro Prime, TVNet und Spiel AR? Ja, genau. Dann habe ich sie. Gut, dann hacke die gute Dame mal und dann machen wir wieder den Passwort-Brecher. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Okay. 0000 ist fehlgeschlagen. Also drei Nullen und eine Eins. Dann. Ihr System wurde vom Virus infiziert. Hoppala, ich hab überall Pop-Ups. Kann man wegmachen. Ich habe einen Verbindungsfehler beim Kurier festgestellt und einen hässlichen Virus für die Eindringlinge dagelassen. So, Virus analysieren. Lass das! Mach sie weg! Nein! So, beide Nutzer müssen dieselben. Ich hasse es. Beide Nutzer müssen dieselben Virenvarianten zugleich bereinigen. Oh Gott. Okay, wollen wir erstmal alle iMake 3200 Euro Dinger machen? Okay, können wir machen. Müssen wir den gleichen auch machen? Ja, beide Nutzer müssen dieselbe Virenart zugleich bereinigen. Deswegen, wir müssen. Nur die Virenart, okay. Genau, also wir machen jetzt erstmal alle mit der Frau weg, die am Fenster und steht. So, ich werde fertig. So, das ist deaktiviert, genau. Dann kümmern wir uns um die. Genau, die VR-Brille. 3, 2, 1. Ach, du fängst schon an. Gut. Sorry. Ist in Ordnung. Ja. Und dann die letzte. So, scheiß Pop-Ups. Ist so. Die kommen immer. Okay, hacken wir sie. So, wo hattest du die 1 dieses Mal hingepackt? Ich hatte sie beim ersten hingepackt. Okay, dann probier es nochmal beim zweiten. Oh, Erkennung. Reining, das funktioniert nicht. Es gibt immer noch Verbindungsversuche mit dem Kurier. Trag den Hintern sofort in Wagen 4. Scheiße. Geht's? Nee, und Verbindung mit Protokoll vorübergehend deaktiviert. Steht da. Der Typ kommt jetzt zu dir, ich weiß nicht, was ich tun kann. Oh, da ist er. Ich geh mal. Chosen. Ich weiß ja nicht, was passiert. Ich bin ganz ehrlich. Brenning steigt gleich aus. Das ist die letzte Chance, dem Kurier die schwarze Liste zu nehmen, ehe Cypher sie runterlädt. Okay, also nochmal bei ihr probieren? Nee, da ist keiner. Wie auch immer, das ist mein Halt. Ich steige gleich aus. Hoffentlich hast du recht. Okay, ich hab jetzt bei Nummer 3 probiert. Fehlgeschlagen, okay? Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Gut, ich kann die schwarze Liste jetzt herunterladen. Ist es nicht. Mit der 1, das passte nicht. Hä? Das verstehe ich nicht. Stimmt, es ist ja auch immer eine nicht korrekte Ziffer und nicht nur eine falsche eine an der falschen Stelle. Es ist keine 1. Verdammt, wir sind doof. Ich habe es jetzt mit der 0 probiert an einer Stelle. Nee, okay. Probier mal eine 2, 3, 4. Geht nicht, ich habe nur Einsen und Nullen. Hä? Ich habe alles mit Einsen und mit Nullen durchgespielt. Gerade. Also an jeder Stelle einmal. Ich kann bloß auch Zweier machen und so.
ich 2-1 und 2-0 und so nochmal mache. Ja, hä, jetzt passt's wieder. Also es ist wieder 2 von jeweils. Ich bin verwirrt. 10 Sekunden noch, ich glaube, wir haben verloren. Ja, okay. Ich bin doof, sorry. Ich habe nicht realisiert, dass falsche Nummer diesmal wirklich falsche Nummer hieß und nicht nur an anderer Stelle. Hä, warum haben wir denn gedacht, dass es nur ein Ding wäre? Ja. Weil du das gesagt hattest. Vorhin. Nein, jetzt habe ich das gleich nochmal gemacht. Was machst du denn gerade für Ziffern? Ja, 1 nur 0. Ja, ich will wissen, welche Reihenfolge. Ich probiere gerade alles durch. Aber immer mit 2 Einsen und 2 Nullen. Und wenn du eine 1 wegnimmst und eine 0 dazu? Ja, das hatte ich vorhin alles komplett durchgespielt. Das passte ja nicht. Okay, nee. Und wenn es 3 Einsen und eine 0? Hatte ich auch alles komplett durchgespielt. Probier mal spaßeshalber, bitte. Ja, es sind 3 Einsen und eine 0 nur. Okay. Gut, dass du mir jedes Mal was anderes das sagst. So, ich weiß ja nicht, was du eingibst. Ich bin verwirrt, ich bin ehrlich. Ja, aber du sagst immer 2, dann sagst du 3, dann sagst Ich hab das Gefühl, dass es die Dinger immer durchswitcht. Okay, jetzt mache ich gerade 3. 3 korrekte Ziffern, eine nicht korrekte Ziffer. Ja, es ist jedes Mal ein anderer Code, deswegen. Dann mach mal 2-2, bitte. Nee. Wenn 3 korrekte und eine falsch, dann muss ja eine 0 falsch sein, nehme ich an. So, jetzt hatte ich gerade 4 Einsen. Ja, 2 richtig, 2 falsch. Okay, also 2 Nullen. Scheint so. Ja, genau. Das sind die richtige Anzahl an Dingern. Jetzt wollen wir nur noch die richtige Reihenfolge. Gut, wir haben's. Meine Fresse. Übertragung ausstehend steht da. Okay. Eieieiei. Ist das ein Hin und Her hier? Good job. Hoppala. I just received the hit list you rerouted. Time to go home. Du bist eben gehoppelt, denn die Daten sind weg. Was? Im Zug war dir jemand dicht auf den Fersen, du hast deinen Job nicht ordentlich erledigt. Ich? Du bist doch jeder Sicherheitsexperte. Mach dir selber Vorwürfe. Fahr zur Hölle, Brenning. Verdammte Scheiße, wenn ich nicht an die Datei komme, kommt keiner ran. Was soll das heißen? Hallo? Ich glaube, wir müssen aussteigen. Und ist außer Kontrolle, du musst ihn anhalten. Wo muss ich hin? Verwende die Notbremse des Zugs. Ich glaube, du musst nach ganz vorn. Oh Gott. Zugführer muss Notbremse beim Motor aktivieren. Aber ich... Wagen 1? Keine Ahnung, aber ich kann dich nicht... Kannst du an der Tür da irgendwas aktivieren? Weil die kriege ich nicht auf. Ah ja, genau, elektrischer Viewer. Übertragen. Hast du irgendwelche Buchstaben, Zahlencodes, die da stehen? Oh Gott, hier sind überall Verbindungen. Ja, dann musst du mir die ansagen. Okay, CTS1. Gefahr, Fehlversuch. Ja, so, ich brauchte... TFT2? CTS1, TFT2. Oh nein! Oh, warte mal. Nein, alles gut, lass es. Lass es, ich muss suchen. Oh Gott, wo geht der hin? Der geht dahin, dann geht er dahin, dann ist das dahin. BDB. BDB muss aus? Ja. Was mach ich denn aus? Dann... Achso, das war's. War's schon. Huh. Okay. So, Anweisungen. Setze alle 6 Kühlmodule ein, um die Betriebstemperatur zu stabilisieren und die Notbremse freizuschalten. Bringe die Hebel in die angezeigte Position. Entsperren. Falsche Eingabe. Entsperren. Anzahl der Anschlüsse. Ich kann die drehen. Hast du irgendwie ein Ventilator-Dingens? Bringe die Hebel in die angezeigte Position. Der linke ist so schräg von links oben nach rechts unten. Warte mal. Von 10 Uhr zu 4 Uhr. Und der rechte ist direkt einfach nur von oben nach unten.
Habe ich. Kühlmodul freigeschaltet, sehr nice. So, so. Dann habe ich hier den Lateralkompensator. Wie viele Anschlüsse sind da dran? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Und ich habe verschiedene Farben. Nur eine Aussage stimmt. Wenn es keine grünen Anschlüsse gibt, aktiviere den dritten Anschluss. Wenn es mindestens 2 Anschlüsse gibt, aktiviere den vierten Anschluss. Wenn es keinen roten Anschluss gibt, aktiviere den ersten blauen Anschluss. Erster blauer. Okay, dann mach den. Habe ich. Aktiviere andernfalls den sechsten Anschluss. Andernfalls ist das ja nicht, also den blauen. Hast du den schon? Den blauen habe ich aktiviert. Aber dann fehlt noch irgendwas, glaube ich. Ich weiß nicht, mir wird nichts anderes angezeigt. Warte, lese nochmal vor. Wir haben zwar nicht mehr so viel Zeit, aber nur eine Aussage stimmt. Wenn es keine grünen Anschlüsse gibt. Grüne. Wenn es mindestens 2 weiße gibt. Einen weißen. Wenn es keinen roten Anschluss gibt. Gibt keinen roten. Aktiviere andernfalls den sechsten. Andernfalls den sechsten. Macht er auch nicht. Okay, kümmern wir uns später drum. Sicherungsbatterie. Keine Ahnung, wo die ist. Nee, das ist Laderegulierung. Ist auch in Ordnung. Die ID brauche ich. 0418. 0418 eingeben. Ach du Scheiße, wie viele Anzeigen leuchten? 1, 2 und Gesamtladung 3 AH. Es leuchten 2 Anzeigen. Nein, Anzeige leuchten. Eine. Es leuchtet eine Anzeige. Ja. Verwende eine Gesamtladung in der Höhe von 4. Von 4? Ja. Oh Gott, so, ja, anwenden. Das haben wir. Das haben wir. Motor wird gekühlt. Oh, sehr nice. Okay, dann die Sicherungsbatterie. Die Sicherungsbatterie wird vorbereitet, ist bei mir nicht offen. Kann okay. Ich nicht dran. Steht da irgendeine Komponente? Oh, jetzt kann ich dran. So, ja. Sicherungsbatterie. Was steht Rot, da für eine Komponente? Grün, blau stehen hier. Steht da irgendeine Manganspindel? Manganspindel, dankeschön. In folgender Reihenfolge einsetzen. Grün. Ja. Rot. Ja. Rot. Warte. Ja. Blau, blau. Instabil. Ja, es ist der Komponentenstatus. Instabil. Komponentenstatus. Komponentenstatus? Ätzend. Ätzend. Verdammt. Oh, nein. Modul wird neu gestartet. Scheiße. Wir werden verkacken. Glaube ich auch. Nochmal die Sicherungsbatterie. Geht nicht, lädt bei mir noch. Lädt bei dir noch. Neu gestartet. Okay. Okay, nochmal die Manganspindel, oder? Ja. Okay. Grün, rot, rot, blau, blau, grün, blau. Ja, das Problem ist ja, und das dauert immer. Rot. Rot. Blau, blau. Blau. Instabil, öffnen. Und es ist ätzend, ne, ja? Ätzend, ja. Ätzend. Gut, fortfahren. Füge 2 Tropfen Stabilisator innerhalb von einer Sekunde hinzu. Ja. Okay, dann geht's weiter. Wenn du die 2 blauen hast, grün-blau. Grün-blau. Dann kannst du bestätigen. Anwenden. Okay, we did it. Okay, wir kriegen wieder mehr Zeit. Ja, dann können wir jetzt eigentlich nur noch den Lateralkompensator kannst du da noch auf irgendwo bestätigen drücken? Es gibt 2, deshalb. Hier ist noch ein Lateralkompensator. Ah. Okay. Da gibt's nur 4. Nur 4, okay. Kein roten. Kein roten. Ist der letzte Anschluss grün? Ja. Gibt's genau einen blauen? Nein, 2 blaue. Dann aktiviere den zweiten. Den zweiten? Ja. Den weißen. Keine Gut. Ahnung, welche Farbe. Gut, das habe ich gemacht. Aber jetzt passiert nichts. Bei dem anderen hatte ich den blauen. Gibt's denn noch welche?
Sicherungsbatterie und Laderegulierung. Es gibt noch eine Sicherungsbatterie. Ja, aber die sind stromlos. Oh, Notbremse habe ich hier. E drücken? Oh, nee, kann nee, wir können noch nicht. Wir müssen alle Kühlmodule einsetzen. Ja, also ich kann nur die beiden gerade machen. Bei dem anderen, jetzt haben wir ja noch mehr Weiße. Haben wir die? Wir haben jetzt zwei Weiße, wenn wir die zusammenzählen. Nee, aber das zählt nicht. Das ist immer nur einzeln. Ich kann hier nur auswählen 6 Anschlüsse. Okay, warte, dann probiere ich bei dem anderen nochmal das. Das geht auch nicht. Dann muss es ja das Blaue sein eigentlich. Ich bin sehr verwirrt. Ich auch. Hast du irgendwas falsch gelesen? Nee, ich habe dir alles richtig vorgelesen. Okay. Und es gibt wirklich nur 2 davon? Ja. Und was ist denn mit der anderen stromlosen Sicherungsbatterie? Gucken wir doch einfach mal die an. Ja, da komme ich nicht rein. Kühlmittel anwenden. Weil die stromlos ist. Ach so. So, ich kann hier Kühlmittel anwenden, das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Nee, also dann, ich kann hier nur die Anschlüsse, dann geh doch mal an den Vierer. An den Vierer, okay. Ja. Ja. Mehr als ein Rohr. Ich kann hier einen Regler schieben. Blau platziere den Schieber, weiß platziere den Schieberregel bei einem Drittel. Ein Drittel von 100 sind 33. So genau zeigt er mir das nicht an. Gut. Kühlmodul angewendet, okay. Fehlfunktion, bitte sofort beheben. Konsole. Notbremse? LR-Konsole, Fehlernummer brauche ich. Fehlernummer? Wo ist denn die Konsole? Keine Ahnung. Ach, hier. Hallo? Ich drück da die ganze Zeit drauf, warum macht er das nicht? Du benötigst einen Fehler 3821. So, ja, es sieht aus wie eine 9 mit einem dreieckigen Fuß unten dran. Ja, das ist es. Ich kann hier aber nichts machen. Achso, entsperren. Sorry. Schlüsselschrank für Zugführer öffnen. Achso, ich habe dir jetzt einen Schlüsselschrank geöffnet. Du musst jetzt den Schlüssel rausholen. Wo ist denn der? Keine Ahnung. Der ist es nicht. Ah, hier. Wie gesagt, okay. Es sieht aus wie eine 9 mit einem dreieckigen Fuß unten dran. Ja, sie haben die alle. Wie lang ist der... Der Strich unten von der 9 ist ungefähr 2 Pixel länger als die 9. Als der Kopf von der 9. Okay, und der dreieckige Fuß, der ist genau bis zum Kopf der 9. Genau bis zum Kopf der 9, dann wird das der hier sein. Ja? Ja. Fehlfunktion behoben. Gott sei Dank. So, jetzt gehen wir nochmal zum anderen. Blau, platziere den in der Mitte, okay. So, okay. Sicherungsbatterie wird gleich geöffnet. Ja. Brauche ich gleich die Komponente, sobald es offen ist? Ja, das dauert noch ein bisschen. Ja, okay. Lithium-Ionen. Okay, dann habe ich folgende Reihenfolge für dich. Blau, grün, blau. Blau. Grün. Blau. Rot, blau. Rot. Blau. Rot, blau. Achso, erstmal kommt die Anweisung. Was haben wir für einen Status? Rückstände. Rückstände. Ein Tropfen Stabilisator, 2 Sekunden warten und dann einen zweiten Tropfen. Okay. Okay, weiter geht's. Rot-blau. Okay. Kühlmodul angewendet. Das ist Laderegulierung. Noch eine Laderegulierung? Dauert immer noch. Diese Musik. Ja, okay. Stations-ID? 2, 3, 7, 5.
So, wie viele Anzeigen leuchten? Drei. Drei. Okay, eine Gesamtladung von minus drei. Minus drei. Wir sind gerade auf minus eins. Warte mal, wir können da minus fünf machen und dann machen wir so. Minus drei. So, haben wir alles. Tja, dann würde ich sagen, bremse ich mal. Remote Controller und Zugführer müssen es gleichzeitig machen. 3, 2, 1. Knack. Yay! Oh, der ist nicht amused. To be continued. So, Leute, das war die Zugentführung bzw. der Zughack in Südafrika. Wir sind aber schon wieder bei einer halben Stunde, deswegen würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Jo, bis dann, würde ich sagen. Macht's gut, ciao. Tschüss.